Servus! Servus! Heute haben wir mal so ein Mischvideo. Haben wir ein bisschen was am Vectra und ein bisschen was am Golf zu machen. Genau, bei dem einen war es der Nockenwellensensor beim Vectra und beim Golf das Kühlmittelflansch. Das werden wir heute tauschen und genau, da legen wir jetzt einfach mal los. Jetzt werden wir auf jeden Fall erstmal beim Vectra anfangen. Und zwar, den haben wir jetzt noch so gelassen, wie es war. Also wir haben jetzt alles hier abgebaut gelassen, weil wir natürlich den Nockenwellensensor da einbauen müssen. Und zwar kommt der da unten rein. Genau. Teil haben wir besorgt. Das ist jetzt dann hier das gute Stück. Das alte ist ja da hinten. Ja, die Kabel sind ja da abgebrochen. Beziehungsweise die Hülle von den Kabeln. Und genau, das werden wir heute einbauen. Wir haben heute ein bisschen komisches Licht, weil es draußen schon dunkel ist. Aber das wollen wir jetzt auf jeden Fall noch erledigen. Da wird er hier unten eingebaut. Zwischen die zwei Räder. Und dann hoffentlich, dass es wieder alles läuft. Wir haben uns jetzt mal da unten einen Lappen reingelegt, einfach deswegen, dass wir, wenn wir den jetzt einbauen und eine Schraube runterfällt, ne, dass die bei uns hier im Zahnriemenkasten drin ist, dann müssen wir das ganze Ding wieder auseinanderbauen. Jetzt setzen wir erstmal den Sensor da an. Jetzt nehmen wir den Magnetstab, wenn wir mal die Schrauben sozusagen erstmal da in die vorgesehenen Löcher stecken. In der Hoffnung, dass die dann auch richtig anbeißen. Also die erste Schraube ist schon mal dran sozusagen. Die werden wir jetzt schon mal ein bisschen festziehen. Man kann das Gerät auch nur in einer Position einbauen, weil die hat vorne so eine Art Führungsschiene dran. Und die geht genau da in diese Öffnung rein und dann kann das auch nicht verrutschen. Die zweite Schraube haben wir dann hier vorne dran. Position ist halt echt bescheiden für das Ding. Aber wir haben sie rausgebracht, also muss auch wieder reingehen. Gut, also die Schraube ist jetzt schon mal drauf. Jetzt müssen wir sozusagen die Schraube noch reindrehen und dann ist der Nockenwellensensor an sich wieder fest. Da werden wir auf jeden Fall dann noch eine Probefahrt machen, um zu schauen, ob das dann endlich mal weg ist, der Fehler. So, der Nockenwellensensor ist jetzt fest. Hier drinnen sieht man jetzt da diese Kerbe und die misst sozusagen den Impuls von dem Nockenwellensensor. Das sieht man hier oben ganz gut. Und genau, jedes Mal, wenn diese Kerbe da an dem Sensor vorbeifährt, dann kann er das messen. Und wenn das kaputt ist, ist natürlich klar, dann kann er es nicht mehr ordentlich messen. Und das wird auch dann auch das Problem gewesen sein, warum der uns die Fehler rausgehauen hat. Warum der mehrere Fehler rausgehauen hat, ist wahrscheinlich der Grund, dass der auf eine Masse draufläuft, wo die anderen Geräte auch mit drauflaufen. Und wenn die einen Fehler rauswirft, dann wirft es bei den anderen Bauteilen auch eins raus. So, jetzt werden wir hier das Kabel natürlich wieder richtig verlegen. Und zwar gehört das jetzt ja, hier unten ist da so eine Art Schiene, wo man es drauflegt, wo dann der Zahnriemenkasten oben drauf gehört. Also hier ist so eine Halteschiene drauf, die werden wir jetzt erstmal abmontieren, damit wir da besser drankommen. Genau, wenn die ab ist, haben wir jetzt hier vorne. Da sieht man hinten jetzt so eine Klammer. Die hier. Und da gehört jetzt der Sensor sozusagen drauf gesteckt, der neue. Genau, jetzt hat man das gehört, jetzt ist es eingerastet und jetzt kann man vorne den Stecker wieder drauf drücken. Nachdem der Stecker drauf ist, kann man jetzt diese Schiene wieder drauf machen und dann kann man hier den Zahnriemenkasten auch wieder verkleiden. Jetzt machen wir hier den Schutz wieder dran. Da muss man ein bisschen aufpassen, damit man unten das Kabel richtig verlegt. Und oben drauf haben wir dann so eine Art kleine Schiene. So, der Zahnriemenkasten ist dann drauf. Und hier hinten hat man dann so eine kleine Halteklammer. Da wird das Kabel sozusagen entlang geführt. Dann läuft es halt da hoch. Jetzt werden wir da die vier Schrauben wieder befestigen. Und dann werden wir mal schauen, ob das Teil hier endlich mal gescheit läuft. Natürlich werden wir noch den Luftfilterkasten und Luftmassenmesser einbauen. Und dann geht es schon rund. So, dann muss natürlich der Luftschlauch auch wieder auf dem Luftmassenmesser drauf. Dann würde die Schelle die mal wieder festziehen. Und natürlich darf man nicht vergessen, den Luftmassenmesser wieder anzustecken. Dann haben wir jetzt das Kabel hier an diesen drei Fixierpunkten noch wieder dran gemacht am Luftfilterkasten. Und den Luftmassenmesser haben wir natürlich auch wieder angesteckt. Jetzt werden wir noch die Motorabdeckung drauf machen.
Und genau, jetzt werden wir da noch die Probefahrt machen, um zu schauen, ob der Fehler jetzt endlich behoben ist. Also wenn man jetzt sozusagen den Zündschlüssel rumdreht und den Motor startet, ist natürlich wieder alles weg. Jetzt werden wir erstmal die Fehler löschen und dann machen wir die Probefahrt und dann schauen wir mal. So, also wir sind jetzt eine ausführliche Probefahrt gefahren und wie man sieht, also es ist jetzt auch über 90 Grad, der Fehler ist weg, also es war definitiv der Nockenwellensensor. Ja, hätte man den am Anfang gemacht, aber wie gesagt, hinterher ist man immer schlauer. Gut, also Fehler behoben, Auto ist wieder fehlerfrei, optimal. So, und hier haben wir jetzt unsere zweite Baustelle und zwar, hier fehlt noch der Kühlmittelflansch. Den werden wir jetzt natürlich dann noch anbringen, dann das Kühlmittel auffüllen. Und dann natürlich mal einen Motorstart machen, weil den haben wir jetzt noch nicht gestartet, seitdem der neue Zahnriemen drin ist, um zu schauen, dass auch alles läuft. So, jetzt werden wir erstmal den neuen Flansch auspacken. Genau, und zwar, wenn man jetzt hier sieht, da ist jetzt dieses Näschen noch drauf, das war ja bei uns abgebrochen, beziehungsweise vorher abgebrochen, nicht bei uns. Und den können wir jetzt da wieder einbauen. Also da haben wir unten wieder den Schlauch und dann haben wir hier oben die zwei. Bei großen. Und dann den kleinen, der wo abgebrochen war. Jetzt haben wir jetzt da überall diese Alu-Spangen wieder drauf. Kann man natürlich da wieder befestigen und dann kann man da auch wieder Kühlmittel einfüllen. Sehr schön. So, da ist der neue Flansch wieder drauf. Jetzt werden wir hier das Kühlmittel auffüllen und dann machen wir mal einen Motorstart. Am besten einmal den Behälter komplett voll machen und dann zieht es sowieso nach. Da muss man natürlich den Motor ein bisschen warm laufen lassen, damit der große Kreislauf auch geht und dann, muss man es gegebenenfalls nochmal nachfüllen. So, jetzt wollen wir mal den ersten Startversuch machen. Der Motor läuft butterweich, ist überhaupt kein Problem. Die Schläuche, die wir da repariert haben, alles ist dicht. Da war ja vorher alles mit Kabelbindern fest. Der komische Ventilator war ja mit Kabelbindern fest. Wir haben das jetzt alles gemacht, dass es wieder schön ist. Nee, das passt. Wasserpumpe. Kann man jetzt schlecht einfangen, aber Wasserpumpe fördert. Es war auch noch ein bisschen Luft, ist klar, weil das System noch ziemlich leer ist. Aber das ist eigentlich kein Problem. Also der Motor läuft sehr gut. Also scheint es auch alles zu passen und Zahn im Einbau. So, das war jetzt mal das Video für den Kühlmittelflansch vom Golf 4 und den Nockenwellensensor vom Vectra. Wir hoffen, ihr konntet was mit den Videos anfangen. Also unsere Fehler sind auf jeden Fall jetzt mal behoben. Und die zwei Autos sind jetzt endgültig fertig und können sozusagen die Werkstatt wieder verlassen. Wir würden uns freuen, wenn ihr bei den nächsten Videos auch wieder einschaltet. Und genau, bis zum nächsten Mal dann. Servus. Servus.